Ja, hallo und ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen Video aus dem Europa Center in Berlin. Und hinter mir seht ihr eine ganz besondere Uhr, eine Wasseruhr. Diese wurde von Dr. Bernhard Gittern entwickelt und hier 1982 eingebaut. Und sie zeigt nur mit verschiedenen Saughebern an, wie viel Uhr es ist. Ganz oben gibt es ein Pendel und dieses Pendel hat eine Taktzeit von 6 Sekunden und wird über das Wasser angetrieben. Und dann gibt es insgesamt 6 Saugheber, mit denen dann die Uhrzeit angezeigt wird. Der erste Saugheber ist eine Verdopplung des Pendelausschlags, der zweite auch, der dritte auch. Der vierte ist dann eine Verdreifachung. Und somit ergibt sich hier eine Zeit von 2 Minuten. 6 Sekunden pro Pendelbewegung mal 24 ergibt dann 2 Minuten. Und für alle 2 Minuten wird in der rechten Säule eine der Scheiben mit Wasser gefüllt. Und wenn die Säule komplett voll ist, läuft diese leer und füllt auf der linken Seite eine Kugel mit Wasser. Und wenn auch diese voll ist, dann läuft die gesamte Uhr leer. Und somit wird hier nur mit Wasser und verschiedenen Saughebern die Uhrzeit auf 6 Sekunden genau angezeigt. Aus meiner Sicht eine sehr faszinierende Uhr, die etwas von einem Wuselfaktor hat und wo ich sehr lange zugucken kann. Euch danke ich sehr fürs Zugucken, wünsche euch eine gute Zeit, falls ihr mal in Berlin seid, kommt doch mal vorbei und bis dahin, alles Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss!